can't explain it over the phone. You'll see it when you get here. Come to Serpent Creek, please. You're my only hope. Wow. Ja, das sah ja schon mal sehr vielversprechend aus und damit auch gleich einmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von einem kleinen Wimmelbildspiel. Dieses Spiel heißt Die Neuen Hinweise, das Geheimnis von Serpent Creek. Und ja, das sah ja schon wieder mal richtig gruselig aus, ganz am Anfang hier in dem Video. Ein echsenartiges Wesen. Ich bin schon mal sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich würde sagen, ja, wir starten eigentlich direkt mal durch. Also wie ihr seht, ist das Spiel wieder von Artifex Mundi. Ich finde die Spiele von diesen Machern richtig, richtig geil. Also ja, ich kenne keinen besseren Hersteller bis jetzt. Und ja, genug gebrabbelt. Ja, ich lasse das ganz normal. Standardeinstellung. Dealing with the supernatural is always a challenge. But the most challenging case I ever received came from my longtime friend, Helen Hunter. She had gone with her assistant to Serpent Creek to report on the local festival. Stammering and sobbing, she asked for my help. It sounded serious enough. Before the call broke off, she said she had uncovered a horrible secret. Oh yeah. I should find a room and begin my search first thing tomorrow morning. Okay. Oh, what is that thing? Oh my god. Sieht ja ein bisschen aus wie das Vieh aus Alien. Ja, eine Anleitung. Ich denke eigentlich nicht, aber es ist jetzt auch nicht gerade, ja, egal, komm. Wir versuchen es selbst herauszufinden. So, auf der Treppe liegt ein Mann und eine Kreatur beugt sich über ihn. Ich muss etwas unternehmen. Vielleicht hupen? Oh. Oh wow. That was close. I need to get out of the car. Okay, er atmet auf jeden Fall noch. Inhalator ist leer. Oh. What? What happened? Who are you? A giant reptile creature. Have you been drinking? Oh, I'm sorry. That was rude. Thank you for your help. I'll explain later. Please, come in. Okay. This van belongs to Helen's magazine. She has to be somewhere in town. Okay, der Lieferwagen gehört also unserer Freundin. Natürlich abgeschlossen. Okay, was? Das dürfte das Buch sein. Oh, schön. Sogar Personen. Hier haben wir unsere Ziele. Helen, finde Helen und sieh nach, ob es ihr gut geht. Das ist unsere jetzige Aufgabe. Notfall hilft dem bewusstlosen Mann. Das haben wir jetzt gerade erledigt. Das Monster. Ich wurde von einem riesigen Reptil angegriffen. Seine Gestalt ähnelt einem Menschen, aber sein großes Gebiss deutet auf etwas anderes hin. Es ist groß, schnell und hungrig. Wo ist Verstärkung, wenn man sie mal braucht? Tja, das ist ja sowas von typisch. Okay, soweit so gut. Hier ist das Menü. Okay, brauchen wir soweit nicht. Tipps brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Wir können uns noch ein bisschen umschauen. Wir werden wohl keine Freunde mehr. Ja, darunter sehe ich schon ein Zahnrad. Da haben wir eine Hupe. Ah. 1 von 7. Oh lala. Okay, ich glaube, ansonsten können wir hier nichts machen. Bevor wir reingehen, möchte ich halt alles so gut wie es geht untersuchen. Das Hotel heißt wohl Rattlesnake. Das O ist auch schon leicht gedamaged.
Können wir noch was anderes nachschauen hier? Hm, ich brauche eine bestimmte Karte. Bewegt sich kein Millimeter, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Oh, wo ist denn der Typ hin? Jemand sollte den Sessel reinigen. Serpent Creek Nachrichten. Sonntag, 14. September 1953. Letzter Tag des Schlangenfestivals von Serpent Creek. Schlangenfestival? Ja, wenn man das jetzt so sagt, diese Kreatur hat auch etwas von der Schlange, diese Zunge und diese Augen. Ja, du hast dein erstes Hinweissymbol gefunden. Okay, gut zu wissen, dass es die in diesem Spiel auch gibt. Eigentlich klar, ne? Artifex Mundi. Der Mechanismus muss repariert werden. Einige Zahnräder fehlen. Kümmern Sie sich bitte so rasch wie möglich darum, Herr Black. Ja, ein von sieben haben wir ja schon. Das war schon draußen. Oh, was war das denn? Waren da gerade Augen in dem Sessel? Bei diesem Kratzer? Oh! Tatsache. Oh mein Gott, lol. Okay, okay. Wen sollte ich schon anrufen? Geisterjäger? Ja, da hast du recht. Eine Stadtkarte? Huch! Guestbook's full. And it wouldn't interest you anyway. Sorry about before. Forgot to take my meds is all. What brings you to Serpent Creek anyway? You're looking for someone. Helen Hunter. Nope, it doesn't ring a bell. Sorry. Let me fix you up with a room. It's the least I can do, right? Here, keys to room 8. Okay, ich glaube, er lügt. Wir werden wohl irgendwann später wahrscheinlich die Möglichkeit haben, in das Buch zu gucken und werden dann herausfinden, dass wir recht haben, dass er sie wohl kennen wird. Ja. Ja, sehr schöne Landschaft hier oben. Das größte Bild, was ich bisher gesehen habe. Ich habe noch nie so ein riesiges Bild gesehen. Ist schon ziemlich groß. So. Was? Whoa, what is that? Gute Frage. Das war auch gleichzeitig meine Frage. Hier haben wir noch einen Zahnrad. Dieses Zimmer ist offensichtlich belegt. Ja. Das sehen wir. Besuchen Sie unser berühmtes Schlangenmuseum. Erleben Sie tödliche Reptilien und alte Schätze. Oh, da hat doch irgendwer bestimmt mit irgendwas rumgespielt und irgendeinen Fluch freigesetzt, wo die Dorfbewohner langsam zu Schlangenmenschen werden. Ja, okay, wir gehen mal rein. Zimmer 8 ist unser Zuhause vorerst. Lol. Okay, bevor ich das jetzt nehme, gucke ich lieber alles hier einmal durch. Wenn du deinen Kasten nicht verschließt, könnte jemand ein Modeverbrechen? Hä? Könnte jemand ein Modeverbrechen begehen? Okay. Lol. Der King höchstpersönlich. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Ha, könnte das Kästchen Helen gehören? Oh, jetzt sagt mir nicht, wir haben ihr Zimmer bekommen. Das wäre sehr, sehr seltsam, weil der Typ kennt Helen nicht angeblich und wir bekommen genau ihr Zimmer. Und wenn das so wäre, dann sind die aber sehr, sehr, ich sag mal, schlampig oder nicht gerade besonders gut, weil wenn ein neuer Gast ein neues Zimmer bekommen sollte, dann sollte ja auch aufgeräumt sein. Und die Vorbesitzersachen sollten dann, glaube ich, auch schon irgendwo, ja, weg sein. In irgendeine Kammer oder so. Quelle? Ist das ein Leuchtturm? Eine Quelle? Quelle wovon? 3 Tage, 10.11., 12. Wir hatten den 15., glaube ich, oder?
Oder 14. Ich sehe wie immer fabelhaft aus. Okay, okay. Trink nicht die schwarze Mamba. Okay. Ja, alles was schwarz ist, ist sowieso nicht gerade toll. Ich würde mit Sicherheit nichts Schwarzes trinken. Gut, ein Schrankschlüssel. Ja, dann lass uns das doch mal hier probieren. Ah ja. Wenn das mal nicht der Koffer von Helen ist. Da geht's auch direkt schon los. Kühlschrankmagnet. Ein Kühlschrankmagnet. Tja, die haben ja zigtausend Formen. Aha, okay. Taschenflasche. Taschenflasche. Vielleicht der Flachmann? Okay. Elektrorasierer. Elektrorasierer. Ich sollte ihn eigentlich auf Anhieb finden, aber ich mag so Elektrorasierer nicht. Ich sehe eine Schaltplatte. Was das hier ist, weiß ich nicht genau. Das ist ein Wollknäuel. Das hier vielleicht? Ja. Eine Voodoo-Puppe. Die haben wir hier, aber da fehlen wohl ein paar Nadeln. Ja. Kamerafilm. Hier haben wir die Kamera. Da ist der Film. Buchstabe H. Den hatte ich auch gerade schon irgendwo gesehen. Da. Eine Fotokamera. Seifenstück. Das ist hier. Spielkarten. Ball Nummer 8. Batterie. Und Rauch. Wie erzeugen wir Rauch? Ah ja, Streichhölzchen. Oh, wo haben wir denn das passende Gegenstück dafür? Okay. Lalalala. Wo haben wir denn... Okay. Aha. Okay, gut zu wissen. Gut. Das hier passt auf jeden Fall da drauf. Und jetzt kriegen wir die auch auf. Und da ist schon wieder eine schwarze Schlange durchgekreuzt. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das die Black Mamba ist. Die Menschen hier sind sehr seltsam. Die Einheimischen reagieren sehr schläfrig und langsam. Die meisten bleiben den ganzen Tag über zu Hause. Außerdem ist der Hotelmanager irgendwie dubios. Vielleicht kann Joe ja etwas über Herrn Black in Erfahrung bringen. Ich wollte gerade Mr. Black sagen. Aber ja, ist eigentlich dasselbe. Hey, what is this suitcase doing here? I must ask you to leave the room now. It hasn't been serviced yet. Here, take this card and go for a walk or something. Take a tour around town. Don't come back until I'm finished with the room. So ein Arsch. Den mag ich ja jetzt schon nicht. Vielleicht können wir jetzt in das Buch gucken. Ja, jetzt geht's. Ah, Helen. Aha, die war hier in Zimmer 8. Und Joe war auch kurz nach mir. Oder waren die beide in 8? Die wurden anscheinend beide zusammen eingetragen. Zimmer 2, Jill Valentine. Oh, ich hoffe, wir treffen auf keine Zombies hier. Das wäre sehr, sehr schlecht. Zweimal Zimmer 4, Natalie and Jack Cutter. Und Zimmer 7, Dave Willis. Dann haben wir hier Helen Hunter, unsere Freundin, und Joe Tucker. Jill Valentine. Ein Easter Egg oder was? Helen war also doch hier. Ihr Zimmer war die Nummer 8. Ja, das hat sie ja schon vorher gedacht, wegen den ganzen Initialien und Koffer und all so ein Kram. Gut. Oh, das gibt doch mit Sicherheit Ärger, oder? Was haben wir hier? Ah ja, eine Karte.
Wir sind, wo sind wir? Das ist, glaube ich, diese Quelle. Vielleicht sind wir hier. Kann das sein? Nee, ich glaube nicht. Aber okay. Die Tür kriegen wir soweit erstmal nicht auf. Und sonst haben wir, glaube ich, erstmal nichts. Ah, 14. September, okay. Oh, diese Person hat einen Hut auf. Hey, who's there? Hä? Lol. He's vanished. Mohahaha. Tja, einfach mal so vom Winde verweht der Schatten. So, wir haben die Karte. Und wir bekommen unser erstes Minispielrätsel. Bewege den Touristen vom Startpunkt bis zum orangenen Stein und bringe dabei alle Lampen auf dem Brett zum Leuchten. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier rum. Und dann hier, so. Ja, dann gehen wir hier. Und zack. Another tremor. This one even stronger than the last. Okay, anscheinend gibt es hier sehr viele Mini-Beben. So that's what the tremors were all about. Serpent Creek Festival. Serpent Creek Festival. Eine dritte jährliche Veranstaltung. Probieren Sie unsere berühmteste Getränke Black Mamba. Schwarze Mamba, die sollen wir ja nicht trinken. Wir wurden ja ausdrücklich gewarnt davor. Okay, wir können uns hier weiter nicht umsehen. Das Festival ist hier wohl eine große Veranstaltung. Ja. Fest verschlossen. What the devil is wrong with you? Lol. Es geht los mit dem... Ich hätte mich besser von ihm fernhalten sollen. Oh, oh. Good evening. Oh mein Gott. Mein Name ist Alistair Braminus, Mayor of Serpent Creek, at your service. As you are aware that we just experienced a minor underground tremor, nothing of concern really. Unfortunately, I'm not able to reach Sheriff Wilson and inform him about the damages. Your friend went missing here? This is unexpected. Sheriff Wilson will be more than happy to help you. His office is down the street, across the town square. Now we need to find a way to reach the town square if we are to locate your missing friend. Wie eine Schlange, immer dieses S. Is that blood? Tatsache, das sieht echt aus wie Blut. Und wir haben hier eine Schlange. Sie versperrt mir den Weg. Ich muss sie verjagen. Tja, vielleicht mit dem Feuerwerkskörper? Sehr schön. Hey, what the... Da haben wir ein weiteres Zahnrad. Das ist ein Stück eines sonderbaren Hemdes. Ah, okay. Anscheinend können wir hier nichts mehr machen. Tja, wir könnten jetzt entweder hier hin. Ah, okay. Das funktioniert nicht ganz. Ja, nee. Wenn ich diese Laternenmast kippen könnte, würde er auf die andere Seite fallen und eine Brücke über den Graben bilden. Okidoki, das heißt, wir müssen zurück. Und dann gehen wir mal hier rein. What on earth happened here? Oh, wow. So viele Fragezeichen. Willkommen zur Detektivfolge. Dein Ziel ist es, Spuren und Hinweise zu finden, die in der Szene verborgen sind. Dein Mauszeiger wird in der Nähe einer Spur aufleuchten, nur im Modus Hobby und Fortgeschrittene. Okay.
So wie hier zum Beispiel. Hier haben wir auch noch was. Oh, okay. Wir müssen das hier... Aha, okay. Noch 2, 4, 5 verdeckte Hinweise. Hier haben wir noch eine Zigarette, blutige Handschuhe, vielleicht der Hammer. Was könnte denn noch als Mordwaffe hier? Okay, noch ein Gegenstand. Okay, cool, wow. Das ist natürlich schön. Let's see what the evidence says. Okay. The perpetrator stands in the corner, occupied with something. Suddenly, he feels a pair of eyes at his back. The perpetrator rushes at the intruder. Adrenaline takes over, and he kills the intruder with a hammer. He then puts on gloves and drags the victim's body across the garage. The killer loses his balance and leans on the locker door. He pushes the door hard, leaving a dent. Then, the killer puts away the gloves, wipes away the evidence, and puts the ammonia bottle back on the shelf. He wipes down the murder tool, finishes his cigarette, and walks away. That means I scared off someone else. And the victim's body must be in the locker. Das ist ja mal so mega geil. Boah, das war richtig, richtig cool. Serpent Creek Nachrichten, 15. September 1950. Das Festival vom Bürgermeister Bramius belebt Serpent Creek. Einbrecher im Museum gefangen. Keine Ausstellungsstücke wurden gestohlen oder beschädigt. Boah, das mit diesem Detektiv-Minispiel, das war ja mal so ultimativ cool. So, bevor ich jetzt den Spind aufmache, würde ich ganz gerne nochmal hier alles untersuchen, bevor es irgendwie weitergeht. Aber es ist nichts mehr zu machen. Ach je. Jemand versuchte, den Spind aufzubrechen. Oh, okay. Nutz unten die Tasten, um den Schlossmechanismus zu knacken und alle Schlangenköpfe eine grüne Farbe zu geben. Ach so. Nee, die müssen alle grün sein. So. 3, 2. Oh, falsche Richtung. Ach, kann ich mir das auch noch aussuchen? Tatsache. Okay. Dann 3 in die Richtung. Nee. Ah, das ist blöd. 2, 2, 2. Okay. Gut. Oh, ich bin sehr gespannt, wer da drin sein wird. Also Jill Valentine kann es auf jeden Fall nicht sein, denn sie ist die beste überlebende Person, die ich kenne. Oh. Oh no, I was right. And I recognize the victim. It's Joe, Helen's coworker. Ja, das ist ja Pech. These are Joe's keys. Let's see what's in that van outside the hotel. Der Ausweis bestätigt, dass das Joe, Helens Kollege beim Magazin ist. Halte dich vom Leuchtturm fern. Beende deine Geschichte und verschwinde dann so rasch wie möglich von hier. Ein Freund. Okay, hab keinen Namen hinterlassen. Autokennzeichen, vermutlich vom Lieferwagen vor dem Hotel. Was ist das hier? Das Tonband ist weg. Konnte er etwas aufnehmen? So eine Schweinerei.
Das ist echt, echt schlimm. Okidoki, wir dürfen wieder was suchen. Schraubenschlüssel. Eine sterile Maske. Eine kleine Zange. Okay, die scheint nicht klein genug zu sein. Wo ist das Grüne? Da wird es doch bestimmt noch eine andere Farbe von geben, oder? Huch! Wagenheber. Da. Eine Bierflasche. Okay. Halsband. Ich weiß nicht ganz... Ah, doch, hier. Einen Hammer wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, immer noch das Halsband. Vielleicht das hier? Okay. Eine Brosche. Eine Brosche. Eine Spinne. Eine Kappe. Die haben wir hier. Ein Apfel. Ah, da. Tja, und jetzt fehlt noch die kleine Zange. Okay, wir haben alles. Sehr schön. Wir haben den Wagenheber gefunden. Ich denke mal, dass wir den gleich brauchen. So, dann machen wir den mal hier auf. Wir werden mit Sicherheit gestört. Okay, doch nicht. Oh ja. Das ist verrückt. Joe macht eine Aufnahme von einer Art Kreatur. Wir müssen sie sofort an den Herausgeber schicken. Okay. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht menschlich aus. Tja, ich denke, das werden wir früh genug herausfinden. Ist er fertig mit dem Zimmer? Es wird immer noch eigenartiger. Warum hat er mich rausgeschmissen? Tja, er will mit Sicherheit irgendetwas verbergen, ist doch ganz klar. Wagenheber, Hebel. Okay. So, ich denke mal, dass wir jetzt hier irgendwas machen können. Jetzt brauche ich nur noch eine Brechstange. Okay. Und wahrscheinlich noch... Nein, doch nicht. Okay, macht zwar sowas von... Well done. You seem to be full of surprises. What? A dead body? Goodness. This is truly shocking. You need to inform the sheriff immediately. And I must make some arrangements. Please, make haste. Okay. Der tut überhaupt nicht überrascht. Seine Augen wie eine Schlange. Seine Sprechart wie eine Schlange. What is she doing? She doesn't look well. Und mit Sicherheit auch ein Charakter von Schlange. Ah, okay, die Polizei ist da in diese Richtung. Dort. Warum vernagelt? Macht keinen Sinn. Serpent Creek. Langeweile ade. Das Schlangenmuseum bietet Ihnen beste Unterhaltung. Erfahren Sie mehr über den Ursprung der Schlangen und ihre Mythologie. Besuchen Sie den Leuchtturm der Stadt, um eine fantastische Aussicht zu genießen. Okay, das ist also das Museum, was wir hinten auf der Karte gesehen hatten. Oh, schwarze Mamba. Okay, das sollten wir auf keinen Fall trinken. Bei diesem Zapfhahn erhält man das schwarze Mamba-Getränk. Warum wollt sie das trinken? Wir alle werden unseren lieblingswürdigen und fürsorglichen Bürgermeister vermissen, ein Bürger von Serpent Creek. In Erinnerung an den Bürgermeister von Serpent Creek, John Mertur, 21. Januar 1890 bis 8. April 1950. 60 Jahre alt, okay. Ich werde die Arbeit vom Bürgermeister Mertur tatkräftig fortsetzen. Alistair
Brahminus, das ist diese Schlange. Probieren Sie unser berühmtes schwarzer Mamba-Getränk. Köstlich. Zwei zum Preis von einem. Yay. Also, wie gesagt, ich versuch's nicht zu trinken und ich guck mal, was sie... Armes Ding. Okay, sie will wohl nicht angesprochen werden. Wegen Reparaturarbeit geschlossen. Sehr schön. Okay, das ist nur die Bibliothek. Natürlich. Hattest du schon mal das Gefühl, dass dich jemand von etwas fernhalten möchte? Jupp. Kenne ich irgendwoher. Tja, zum Museum oder zur Marktstände? Zu den Marktständen. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu den Marktständen.